Hallo und willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zum dritten Gewinnvideo. Warum das Thumbnail so traurig aussieht, das erfahrt ihr gleich nach meinem kurzen Intro. Also bleibt dran. Ja, warum ist das Thumbnail eigentlich so traurig dieses Mal beim dritten Gewinnvideo? Ja, das muss ich euch ganz ehrlich sagen. Die Corona-Krise, besonders in Deutschland, mit dem neuen Shutdown Light, wo alles geschlossen ist, macht uns hier in Polen auch ganz schön zu schaffen. Denn das RKI hat ja Polen aufgefordert, setzt euer Land auf Rot. Also ich will jetzt nicht lügen, das könnt ihr auch alles nachlesen. Ja, also ich sag mal, die komplette Weltbevölkerung, ja, haben alle auf Rot gesetzt. Oder überwiegend alle auf Rot. Besonders hier in der EU. Ja, nur Deutschland prallt natürlich. Wir haben wieder alles im Griff. Ja, aber der Shutdown, der in Deutschland jetzt ist, ja, ich verstehe es nicht. Ja, warum steht ihr nicht endlich alle mal auf? Warum steht ihr nicht auf und demonstriert für eure Rechte, für eure Freiheit? Ja. Gaststätten sind wieder zu, Bars sind zu, Fitnesseinrichtungen sind zu. Ja. Unter anderem, was ich gelesen habe, Flixbus stellt den Betrieb wieder ein. Ja. Wir hatten ungefähr eine Auslastung seit dem letzten Shutdown von roundabout 30% geschafft. Ja. Und jetzt sind sie wieder auf Null. Ja. Und was macht die Mutti? Schließt wieder alles. Ja. Fordert, ja. Von der Politik oben. Ja? Rentenkürzung. Weniger Rente zahlen. Ja? Das kann doch nicht angehen. So. Und leider ist es jetzt wirklich so, unser Präsident Andrzej Duda ist oben im Parlament und sind gerade so ein bisschen am Verhandeln. Ja, weil hier in Polen angeblich die Corona-Infizierten ja auch so immens in die Höhe gestiegen sind. Ja? Auch Polen wieder runterzufahren. Ja. Und wenn Polen wieder runterfährt, ist natürlich wieder eine Grenzschließung nicht ausgeschlossen. Derzeit sind die Grenzen offen, also ihr braucht keine Angst haben, ihr kommt noch immer nach Polen rein. Ihr kommt aus Polen wieder raus. Aber im Moment sind die Anzeichen so ein bisschen, dass Polen wirklich in so eine Shutdown-Phase kommt. Ich weiß nicht, was dann mit den Weihnachtsmärkten passiert hier. Und aus dem Grund, dieses traurige Thumbnail, muss ich euch mitteilen, das Gewinnspiel für den Weihnachtsmarkt dieses Jahr müssen wir leider abbrechen. Ich bin eigentlich nur froh, wirklich, wirklich froh, dass noch keiner auf die Lösung gekommen ist. Denn ich hatte euch ja gesagt gehabt, die Gewinner würden dann anderweitig entschädigt werden. So. Aber ganz ehrlich, Annabelle, wenn du jetzt gerade dieses Video hier siehst und die Grenzen sind auf, ich habe es dir per WhatsApp geschrieben. Du kommst mit deinem Mann und deinem Kind hier nach Stettin zu den schönsten Weihnachtsmärkten, wenn sie offen sind, wenn Polen nicht herunterfährt. Ja, aus dem Grund muss ich euch ganz ehrlich sagen, es tut mir leid, dass mit diesem Video der Gewinn abgebrochen werden muss. Es tut mir wirklich leid für alle, die sich darauf gefreut haben. Sollte sich die Lage wirklich noch entspannen, hier in Polen, ich rede jetzt nicht von euch in Deutschland drüben, hier in Polen, ja, und Polen wird nicht runtergefahren, werde ich den Gewinn nochmal hochfahren. Ja. Und dann gibt es ein Video, wo ihr den Weihnachtsmarkt mit mir hier in der wunderschönen Stadt Stettin gewinnen könnt. Ja. Also, ihr wisst Bescheid, abonnieren und das Glöckchen drücken. Und ihr verpasst auch kein Video mehr. So, nochmals, es tut mir wirklich leid, es tut mir in der Seele wirklich leid. Ja, und es ist nicht gelogen. Weil meine Tochter lebt noch in Berlin.
Ja, und wenn hier wirklich dieser sogenannte Shutdown in Polen kommt, dann besteht die Gefahr, dass ich meine Tochter auch zu Weihnachten nicht besuchen fahren kann. Selbst jetzt wird es problematisch, meine Tochter hier nach Stettin zu holen. Dann heißt das ja natürlich wieder, wenn sie zurück nach Deutschland kommt, du warst im Risikogebiet, du musst in Quarantäne. Und das möchte ich hier nicht antun. Deswegen versuche ich, so oft wie möglich nach Berlin zu meiner Tochter zu kommen. Antonia, wenn du dieses Video siehst, mein Schatz. Ja. Weißt du, verspricht es, ich komme dich so oft wie möglich besuchen. Selbst wenn die Grenzen hier geschlossen sind, ich komme jederzeit aus Polen raus und ich komme auch jederzeit nach Polen wieder rein. Das war's dann erst einmal mit dem Gewinnvideo, mit der traurigen Mitteilung. Jetzt im Anschluss nochmal kleine Ausschnitte, vom Weihnachtsmarkt 2019 hier in Stettin. Und ich hoffe, ihr wart vorhin alle mit dabei beim Facebook-Livestream um 16 Uhr, wenn er nicht eventuell noch am Laufen ist. Weil wir haben es jetzt mittlerweile 10 Uhr und 52. Also der Livestream Facebook ist noch gar nicht in Gange jetzt, wo ich dieses Video drehe. Aber wenn dieses Video hochgeladen ist, dann läuft der Livestream eventuell noch. Ja, oder er ist schon beendet. Ja. Wie gesagt, abonnieren, Glöckchen drücken. Ihr verpasst keine neuen Videos mehr. In dem Sinne. Ach, bevor ich es vergesse. Morgen am Sonntag. Ja, ist auf jeden Fall hier bei YouTube der komplette Facebook-Livestream nochmal eingestellt. So, und jetzt verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Samstagabend und einen wunderschönen Sonntag, egal von wo ihr jetzt zuschaut. Und im Anschluss noch einmal ein paar kleine Eindrücke, kleine Videos, kleinen Videoschnitt vom schönen Weihnachtsmarkt hier in der heißen Stadt Stettin. In dem Sinne, auf Wiedersehen, tschüss und gute Vigilia. Thank you.